Okay, wir hören jetzt den nächsten Redebeitrag. Viele von euch kennen sie sicherlich. Sie war die Kapitänin der Sea-Watch. Sie wurde festgenommen und wir haben heute auch einen Blog für Seenotrettung. Und deswegen begrüßt mit mir Carola Rakete! Naturschutzökologin und auch als Bürgerin und auch als Teil der Natur selbst. Seit ich 2011 angefangen habe, im Polargebiet zu arbeiten und vor 8 Jahren das erste Mal am Nordpol stand, ist mir bewusst geworden, wie dramatisch der Verlust unserer Natur ist. Wie schnell die Veränderungen ablaufen, wie unumkehrbar sie sind und dass wir daran Schuld haben. Es gilt als normal, traurig oder wütend zu sein, wenn eine geliebte Person stirbt. Wir kennen den Prozess von Trauer und Verdrängung. Es ist sehr schwer, sich mit dem Verlust von jemandem auseinanderzusetzen, der in unserem Leben wichtig ist. Und weil wir gerade unser planetares Zuhause verlieren, unsere Welt, wie wir sie kennen, sind unsere Gefühle manchmal genauso überwältigend und können sogar noch komplexer sein. Denn wir Erwachsenen sind definitiv auch schuld daran, dass diese Welt stirbt. Wir sind definitiv für den Zusammenbruch der Ökosysteme verantwortlich. Zumindest, weil wir die Eskalation der Krise nicht effizient verhindert haben. Ich kenne viele Leute, die eine Menge Schuldgefühle dafür haben, dass wir es nicht geschafft haben, die Dinge zu ändern. Aber während jeder von uns Verantwortung trägt, sollten wir nicht vergessen, dass wir als Individuen in einem System gefangen sind, das wir nicht alleine durch individuelle Aktionen umkehren können. Wir sind in ein Wirtschaftssystem hineingeboren, das den Planeten durch immer mehr Konsum und Übernutzung von Ressourcen zerstört, als ob die Erde keine physischen Grenzen hätte. Doch alle Warnungen wurden von der Politik missachtet, weil es Menschen gibt, die von diesem System so profitieren, wie es ist. Es ist daher vollkommen berechtigt, Wut auf diejenigen zu empfinden, die bereitwillig unsere Zukunft für ihr persönliches Interesse zerstören. Es sind Firmen wie Exxon, Shell und viele andere Unternehmen der fossilen Energiewirtschaft, aber auch der Finanzsektor. Durch die aktuelle Politik steuern wir gerade auf eine Kaskade von Kippelementen im Klimasystem zu, sodass die Temperaturen bis zum Ende des Jahrhunderts sogar 4 bis 6 Grad steigen könnten. Einige Experten sagen, dass vielleicht nur 1 Milliarde Menschen in der Lage sein könnten, auf so einem Planeten zu überleben. Nur wer
akzeptiert, dass das überhaupt ein mögliches Szenario für die Zukunft, wenn auch eines unter sehr vielen, erkennt die Wahrheit über unsere derzeitige Lage an. Und genau das tut die Bewegung der Extinction Rebellion. Wir sagen die Wahrheit, der Zusammenbruch der Ökosysteme könnte zum Kollaps unserer menschlichen Zivilisation führen. Aber wie kann man die Regierung zum Handeln bringen, die so tief mit den Interessen der Unternehmen verwurzelt sind? Es wurden Petitionen geschrieben und Märsche organisiert. Wir protestieren hier mit Abertausenden von Menschen. Aber erwarten wir, dass die Regierung nach nur einem Tag Streik Veränderungen schafft? Erwartet eine Gewerkschaft nach einem Streiktag einen Erfolg? Wenn wir erfolgreich sein wollen, können wir diese politische Arbeit und diese gesellschaftliche Verantwortung nicht allein auf den Schultern der Kinder und Jugendlichen ruhen lassen, die fast seit einem Jahr so konsequent streiken und genau dieses Thema auf der Tagesordnung halten. Wir Erwachsenen müssen ebenso konsequent protestieren. Doch viele haben Angst vor Konsequenzen, vor Unannehmlichkeiten, wenn sie sich mehr engagieren. Aber wir leben heute wieder in einem Zeitalter der Konsequenzen. Nicht zu handeln hat dramatische Folgen. Und trotzdem müssen wir ehrlich sein. Wir können die globale Erwärmung nicht verhindern. Dazu ist es nämlich durch die Jahrzehnte der Untätigkeit zu spät. Die Welt wird sich drastisch verändern. Aber das Ziel ist nicht, eine perfekte Welt zu schützen, wie sie einmal war. Das Ziel ist, die Treibhausgase sofort zu reduzieren. Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich unser Protest oft nicht nach einem großen Erfolg anfühlen wird, sondern nur danach, Schlimmeres zu verhindern. Dieser Protest für bessere politische Maßnahmen wird auch weiterhin in der Zukunft unser ganzes Leben in Anspruch nehmen und nicht morgen vorbei sein. Deshalb brauchen wir eine regenerative Kultur. Viele von uns gehen an ihre Grenzen, um gegen die Klimakrise zu arbeiten, sowohl physisch als auch psychisch. Es ist normal, von Emotionen überwältigt zu sein, wenn es um den Zusammenbruch unseres Planeten und unseren eigenen Anteil daran geht. Als Menschen brauchen wir gemeinschaftliche und soziale Verbindungen, um dieser Krise zu begegnen. Zusammenarbeit ist das, was den Menschen in der Vergangenheit unserer Evolution so effizient gemacht hat. Brauchen wir eine Gemeinschaft, die unsere Trauer teilt, aber auch das Leben feiert, so wie es ist. Wir brauchen Zusammenarbeit, um effizienten Druck auf die Regierung auszuüben, damit sie endlich ihre Untätigkeit beenden. Woo!
Ungehorsam der Extinction Rebellion im Oktober anzuschließen. Denn die Extinction Rebellion ist nicht nur eine Rebellion gegen das Aussterben, sie ist auch immer eine Rebellion für die Gemeinschaft und eine Rebellion für das Leben. Wir sehen uns am 7. Oktober. Wow, noch mal einen fetten Applaus für Carola.